es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Die Last ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf ihren Schultern. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Das ist bestimmt ein Schlaftrunk. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis, sein Garten. Treten Sie näher. Noch eine. Es gibt doch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Mach das weg. Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft. Da stimmt doch was nicht. So wie es aussieht, hat er viel mehr verkauft. Gehen wir erstmal hier in Anjas Café. Das hatten wir alles schon. Treten Sie näher. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage? So. Wo ging es hier hin? Ah, okay. Gucken wir mal hier im Sumpf. Alle weg. Gehen wir mal bei den Zwergen gucken. Kommen wir auch nicht rein. Aber hinten ist die Tür offen. Verschlossen. Da scheint auch zu sein. Verschlossen. Fenster. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Ah, verdammt. Warte mal. Ja, gucken wir nochmal hier, aber hier ist ja auch nichts. Gucken wir zum Radiosender. Du kannst doch in die Zukunft sehen. Sag mir, wann ich Zarov sehen werde. Ich muss ihn sehen. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch eine für mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, sei ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Können wir mit unserer alten Freundin sprechen? Mal sprechen. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Na, mal schauen. Wieder eine schwarze. Wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Sieht doch ganz gemütlich aus. Nichts dagegen tun können.
Es wird nie wieder einen hellen Tag für dich geben. Und ebenso wenig für all die, die du je lieb gewonnen hast. Die Zukunft bringt dir kein Glück. So ist das. So, er sagt uns auch nicht mehr viel mehr. Ich glaube, ich weiß, wie wir auf jeden Fall ins Café hoffentlich noch kommen können. Ich will erstmal probieren, ins Pforte abgeschlossen bestimmt. Hake können. Ne, die Hake können wir auch nicht. Gucken wir doch mal hier hinten. Mit Edith können wir noch reden. Die ist zum Glück noch da. Hast du meine Handtasche gesehen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zaroff eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Oh Mann. Wir gucken uns erstmal in der ganzen Stadt um, das mal reingucken, vielleicht. Nein, lieber nicht. Mal zur Stadtmitte jetzt. Gehen wir nochmal hier rein. Der scheint auch gerade zu pennen. Er schläft. Zaroff. Er war gut, Herr Kunde. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzieht. Wie die anderen. Du willst Zaroff sein. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt kein Wertpapier. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sie spekulieren muss. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Der hat sich erstmal ordentlich besoffen. Irgendeinen müssen wir bestimmt das Juckpulver unterjubeln. Komm, jetzt sprechen wir nochmal mit ihm und danach. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen, wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in ihren Augen.
Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Gut.